Danke. Jetzt ist es schon viel besser. Freut mich, dass ich dir helfen konnte. Los, jetzt schnell zu Blumford. Bringen wir ihm den Zettel, bevor er wieder abhanden kommt. Okay, dann gehe ich doch mal direkt hier, sie über die Karte zurück zu Blumford. Oha! Der Sündenbock! Aua! Oh je. Wo bin ich denn hier gelandet? Auf jeden Fall ziemlich dunkel. Ziemlich dunkel? Hier drin ist es so dunkel wie in Petrus Azael! Und ich komme auch gar nicht an meine Sachen ran. Deine Lampe hat ja ohnehin diese Rotzgöre, du Spezialist. Was soll das denn? Selber Spezialist. Oh Gott, diese Augen. Okay, Moment. Was? Da ist doch was. Was ist das? Hm. Da ist so ein komisches Ding. Fühlt sich an wie... irgendwie länglich. Wie eine knorrige Astgabel. Okay, das sieht eher aus wie eine Skeletthand, als wie eine Astgabel. Kann ich damit ja was anstellen. Okay, was haben wir noch? Da ist etwas. Hier ist eine Vertiefung. Eine Spalte oder so. Okay. So, aufs Inventar können wir nicht zugreifen. Und auch sonst... Nee, das ist nur die Spalte. Und auch sonst sieht es nicht so aus, als wäre hier noch was. Alter, wie er klimpert. Nee, da ist... Moment. Nee, das war auch nur die Spalte. Okay. Ja, gut. Ich mach das jetzt mal einfach so hin und her. Da war wieder was. Mit dieser Astgabel oder was auch immer das ist, komme ich ganz gut in den Spalt. Oh, sehr gut. Ich hebel mal darin rum. Irgendwas bewegt sich da. Ich versuch's nochmal. So, jetzt aber. Oh je, schon wieder dunkel. Und schon wieder keine Lampe. Bevor ich hier irgendwas mache, brauche ich erstmal Licht. Ja, Licht wäre super. Na, habt ihr gemerkt, dass die letzten 5 Minuten nachkommentiert waren? Oder habe ich das höchst professionell erledigt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist mir die Soundaufnahme abgeschmiert, so mittendrin. Und ich habe es nicht gemerkt, dass, was ihr jetzt vorhin gesehen habt, die letzten 5 Minuten waren, wie gesagt, nachkommentiert. Und ja, jetzt bin ich wieder hier und weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich hier gestern oder vorgestern noch getan habe. Hier oben war eine Fackel, ne? Hm. Sieht nach einer Fackel aus. Okay. Brennt nur leider nicht. Brennt. Warum sollte sie auch? Ja, ja, ich glaube, das haben wir schon gehört. Anselm, wo bist du denn jetzt? Das war doch eigentlich mein Plan. Anselm. Das war doch eigentlich mein Plan. Anselm soll die Fackel anmachen. Hm. Ah. Ne? Warum habe ich das beim letzten Mal nicht hinbekommen? Diese sehr einfache Aufgabe? Wow. Cool. Wow. Ja. Okay. Wir haben Licht. So, Licht ist schon mal supi, weil dann können wir uns nämlich umschauen. Was ist hier? Eine Rinne aus Stein. Da war wohl die brennbare Flüssigkeit drin, die die Fackeln miteinander verbunden hat. Okay, und hier ein Hebel? Ein Hebel. Können wir den ziehen? Geht dann vielleicht die Tür auf? Lieber nicht. Lieber nicht, okay. So, hier an der Wand noch irgendwas? Ja, da geht's raus, beziehungsweise da sind wir reingekommen. Das ist die Rinne, was ist hier? Eine Steinplatte. Etwas höher als der Rest. Eine Steinplatte. Etwas höher als der Rest. Ach so, okay, da muss er sich bestimmt gleich irgendwie draufstellen. Eine Fackel. Eindeutig. Eine Fackel. Da muss ich vermutlich lang. So wie ich reingekommen bin, ist ja dank Schwerkraft erstmal kein Rauskommen mehr. Das stimmt wohl. Ich gehe nicht davon aus, dass wir das Tor anheben können. Ja, das war klar. So. Eine Fackel. Auch noch eindeutig. Mal eine Fackel. Wie kommen wir hier raus? Ein Mosaik im Boden. Sieht aus wie ein Labyrinth. Da hat sich aber jemand Mühe gegeben. Okay. Ja, wie kommen wir hier raus? Also, wenn wir die Platten drücken müssen, könnte ich mir vorstellen... dass wir den Anselm auf eine Platte setzen können. Hm.
Die Steinplatte sinkt etwas ein. Okay, er stellt sich dann auf die andere und mit der hier wird vielleicht der Hebel betätigt? Ich weiß es nicht, ich probiere mal gerade. Lieber nicht. Lieber nicht. Also ich gehe auch davon aus, dass man alle drei Steinplatten zur gleichen Zeit drücken muss. Damit können wir nicht viel anfangen. Was ist mit der Maus? Stellst du dich bitte dort auf die Platte? Oh, Errungenschaft. Cool. Ja, ich weiß, dass du nicht so schwer bist wie ich. Ich lass mir was einfallen. Ach so. Die Platte sinkt ein ganz kleines bisschen ein. Ein ganz kleines bisschen. Und was passiert, wenn er sich denn hier drauf stellt? Ah, die Platte sinkt komplett ein. Okay, also die hier komplett, die ein bisschen. Und was war hier nochmal? Eine Steinplatte. Was war hier nochmal? Sinkt die auch ein bisschen? Ich weiß es nicht. Dann müssen wir vermutlich... Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir mit der Zwille irgendwie dann... Wieso sollte ich das machen? Ich weiß nicht, weil wenn er da drauf steht und dann noch den Hebel irgendwie betätigen muss... Moment, was haben wir denn? Webmaschine. Ah, die Platte sinkt komplett ein. Das ist schon mal gut. Da sinkt sie komplett ein. Komm mal her, Mausi, du kannst mal wieder runter. Okay. So, die Flasche ist vermutlich nicht so eine große Hilfe. Bambusrohr. Wie ist es mit dem... Moment mal, hat er nicht irgendwas von das wegen... Das klappt so nicht. Das klappt so nicht, nee. Ich glaube, hier wäre ein anderer Gegenstand besser geeignet. Das ist viel zu leicht. Okay, was haben wir noch? Pamphlet, Kundenliste, Bambusrohr ist zu leicht. Ich glaube, diesen Gegenstand... Okay, gut. Strafzettel ist sinnfrei, Bauplan, Schnipsel, Seidenstoff, leerer Bohneneintopf ist zu leicht, würde ich sagen. Die Platte sinkt ein ganz kleines bisschen. Die Frage ist, können wir denn mehrere Gegenstände draufstellen? Ich glaube, hier wäre ein anderer Gegenstand besser geeignet. Okay, können wir jetzt zusätzlich die Maus... Stellst du dich bitte dort auf die Platte? Ja, ich weiß. Die Steinplatte sinkt etwas ein. Okay, sinkt etwas ein. Ein Buch? Nein, ich glaube... Okay, ich weiß jetzt echt nicht mehr, was da bei Anselm war. Können wir? Pass mal auf, wir können ja wechseln, ne? Aber das bringt mir nichts, wenn ich mit ihm... Obwohl, doch, er könnte... Nee, Quatsch. Pass mal auf, Talurel, stell du dich mal dahin. Ah, die Platte sinkt komplett ein. Okay, ich würde das jetzt gerne nochmal so hinbekommen, dass der Anselm sich draufstellt. Pass mal auf, geh mal dahin. Um dann nochmal zu hören, ja, das funktioniert... Ah. Die Steinplatte sinkt etwas ein. Sinkt etwas ein, gut. Das wollte ich wissen, ob sie ganz einsinkt oder nur ein... Bisschen. Ach so, Quatsch. Falsches Inventar. So, Anselm, was ist mit dir? Können wir zusätzlich die Flasche? Ich glaube, hier wäre ein anderer Gegenstand besser geeignet. Eine Zwille? Nein. Nein. Das ergibt doch keinen Sinn. Strafzettel, Buch. Ich glaube, hier wäre. Okay, nein. Bambusrohr. Das ergibt doch alles. Nein. Ich glaube, diesen Gegenstand könnte ich später noch. Das ergibt doch alles keinen Sinn. Passt auf, wir nehmen die Maus wieder runter. Ah, die Platte sinkt komplett ein. Ja, du sollst aber die Maus bitte erstmal runternehmen. Die Platte sinkt ein ganz kleines bisschen ein. So, und dann stellen wir die Maus. Stellst du dich bitte dort auf die Platte? Zu Anselm? Ja, ich weiß. Ah, die Platte sinkt komplett ein. Ja gut, dann müssen wir uns doch nur noch da drauf stellen. Ah, die Platte sinkt komplett ein. Ja, das Problem ist, es kann niemand den Hebel ziehen. Das ist das Problem, ne? Was war jetzt hier nochmal? Ach, die etwas. Die Steinplatte sinkt etwas ein. Sinkt etwas ein. Ah. Okay. Die Platte sinkt komplett ein. Okay, und jetzt? Eine Steinplatte. Ja. Stell dich mal bitte drauf. Jetzt sinken alle ein. Juhu. Ah. Aber was ist mit dem Hebel? War der jetzt im Endeffekt total egal, auch Anselm? Er ist so süß. Ja, gut. Dann lassen wir den Hebel erstmal Hebel sein und schauen, was hier hinten noch so ist. Oha. Oha. Ein Symbol. Sieht aus wie ein verschnörkeltes Haar. Das sind doch die Symbole, die auf den Ikonenbildern in der Kirche sind. Was hat Bartholomäus nochmal über diese Typen erzählt? Das Z mit dem Schnörkel steht für Barnaby Garlic, den Seneschall.
das verschnörkelte H steht für William Cullerstone, den Hohepriester. Und das F für Harold of Limits, den einfachen Frater. Ob man die Symbole irgendwie aktivieren kann? Hier oben? Ein die Symbole? Das sind doch diese. Ja, ja, okay. Nein, nein, nein. Okay, das muss ich mir gleich sowieso dann nochmal anhören, gehe ich stark von aus. Aber jetzt. Die Statue eines Ritters. Gucken wir erstmal, was hier sonst irgendwas noch so ist. Ist komisch daran. Das Gesicht ist irgendwie entstellt. Sieht aus, als würde er verwesen. Igitt, wo bin ich hier bloß gelandet? Das ist eine Nekropole, ein Massengrab. Verwesende Leichen. Na wunderbar. Wenn man sich einen Ort vorstellt, der am weitesten weg vom Himmel ist, dann ist ein Knochenlager tief unter der Erde, aber ganz vorne mit dabei. Okay. Ja, ist auch ziemlich riesig, würde ich mal sagen, ne? So, das sind die drei Herren. Eine Ritterstatue. Vielleicht ist das einer von den drei Ordensbrüdern, ja, die auf den Ikonenbildern gezeigt werden. Davon gehe ich aus. Sagt er denn noch irgendwas eine anderes? Eine Ritterstatue. Okay, nein, anscheinend nicht. Sehen auch auf den ersten Blick... Nein, doch nicht. Nein, doch nicht. Der hat so einen gezwirbelten Bart. Ich wollte nämlich gerade sagen, die sehen alle gleich aus. Gezwirbelter Bart, das könnte ein ganz normaler Schnäuzer oder gar kein Bart. Man kann es nicht wirklich erkennen. Und der hier trägt einen Helm. Okay, gut. Was ist hier vorne? Oh, bitte lass das ein richtiges Rätsel sein. Also... Au, was war das? Pfeile! Hilfe! Auf mich wurde geschossen! Was? Also wir dürfen nicht weiter als... Moment. Wow, man sieht gar nicht so schnell, wo der herkommt, ne? Auf mich wurde geschossen. Okay, gut. Kommen wir also da noch nicht weiter. Oder aber, ich kann jetzt zurückgehen. Nee, sieht nicht so aus, ne? Kannst du nochmal zurück, Taloril? Hallo? Da geht es in den Raum mit dem Mosaik, in dem ich runtergekracht bin. Ja, ich dachte, jetzt können wir den Hebel betätigen. Okay, die Symbole aktivieren... mit der Zwille irgendwie was hochschießen? Anselm, Bambusrohr, kommst du da dran? Wieso sollte ich das machen? Ja, keine Ahnung. Das klappt so nicht. Das klappt so nicht. Gut. Seidenstoff ergibt keinen Sinn. Streichhölzer gerade auch nicht. Das Buch auch nicht. Wenn, dann höchstens Anselm. Aber der kommt da doch auch nicht hoch. Da kann ich mit Anselm nichts erreichen. Ah, aber Anselm könnte, wenn wir ihn hinstellen... Stellt ihr ihn jetzt dahin? Scheint zu klemmen. Vermutlich wegen der Gegenstände auf der anderen Seite. Ach so. Ich wollte eigentlich, dass er den Anselm hier irgendwo hinstellt. Geht das nicht? Da kann ich mit... Okay. Was ist mit der Maus? Kann die hier irgendwie platziert werden? Nee, auch nicht. Nee, Taloril, lauf bitte nicht zu weit. Sonst... Sonst kommt der Pfeil... Aber jetzt ist er schon ein Stückchen weitergelaufen, ne? Moment mal, warum ist er jetzt so weit gekommen? Da kann ich mit Anselm... Ja, pass auf, setz mal Anselm irgendwo. Also gerade kam der Pfeil sofort, jetzt kommt er wenigstens bis hier ganz nach vorne. Okay, nein, wie er rennt. Auf mich wurde... Ja, ja, es hat hier irgendwas mit den Ritterrüstungen zu tun, aber ich weiß nicht, wie ich das aktivieren soll. Das klappt so nicht. Das klappt so nicht. Wir haben ja auch keine Steine oder so, die wir überhaupt für die Zwille nutzen könnten. Die Maus? Da kann das Fell knäuel. Okay, dann vielleicht Anselm? Da kann ich mit... Okay, gut. Dann nicht. Bambusrohr. Ja, ich denke, die ganzen Papierstücke, also die ganzen Schriftstücke hier, das ergibt keinen Sinn. Die in irgendeiner Art und Weise... Ja, die in irgendeiner Art und Weise zu benutzen... Nein, oh Gott, ich wollte doch gar nicht. Seht ihr, jetzt läuft er nämlich nur bis dahin. Auf mich wurde gesch... Aber gut. Hab ich hier irgendwas übersehen? Was ist denn da? Das ist eine Vertiefung. Sieht so aus, als könnte man da was reinstecken. Ja gut, bis dahin kommen wir aber eine nicht. Eine Kurbel. Scheint ein Teil des Schließmechanismus zu sein. Ein Zahnrad. Gehört wohl zum Schließmechanismus. Okay, da kommen wir aber nicht hin. Hier unten ist auch nichts mehr. Die Statue, die Tür. Ich kann auch hier nichts betätigen, ne? Ich kann mir echt alles nur anschauen. Da kann das... Nee, warum auch? Ich guck nochmal, was er dazu sagt, ob die... Taloril? Ein Lichtstrahl, der aus einer Öffnung da oben kommt. Okay, ein Lichtstrahl.
Ich kann den hier echt nicht hinstellen? Da kann ich mit... Okay. Ja, gut. Eine Ritterstatue. Vielleicht ist das einer von den drei Ordensbrüdern, die auf den Ikonenbildern gezeigt werden. Hier oben ist auch nichts mehr. Eine Shampooflasche. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht irgendwie... Wieso sollte ich das machen? Keine Ahnung. Das Licht irgendwie reflektieren, wenn wir die Flasche... Moment, wo ist er denn? Wieso sollte ich das machen? Ja, keine Ahnung, weil ich gerade so doofe Ideen im Kopf habe. Bauplan, Schnipsel, Strafzettel. Moment. Ein Symbol. So. Das sind doch die Symbole, die auf den Ikonen... Was hat Bart... Das Z mit dem Schnörkel steht für Barnaby Garlic, den Seneschall. Das verschnörkelte H steht für William Cullerstone, den Hohepriester. Und das F für Harold of Limits, den einfachen Frater. Ob man die Symbole irgendwie aktivieren kann? Okay, ich finde das auch nicht wirklich aufschlussreich, was sie uns sagt. Ich kann da jetzt gerade überhaupt nichts rausschließen. Was? Ach, das ist jetzt... Moment. Ist das jetzt hier? Nein, was ist das? Die gleiche Inschrift wie auf der anderen Seite. Nur drei von gleichem Herzen und drei von gleichem Schritt sind dem Betreten würdig. Fast die gleiche Inschrift. Auf der anderen Seite steht verlassen, hier betreten. Okay, nur drei von gleichem Herzen. Ist auch nicht wirklich aufschlussreich. Also zumindest bringt es uns... Huch, Taloriel, bleibt stehen. Zumindest bringt es uns keine weiteren Optionen. Hier, er läuft und läuft. Auf mich wurde geschossen. Anselm, tu was. Nee, das kann ich jetzt noch 100 Mal probieren. Das wird nicht funktionieren. Und die Maus auch nicht. Ich dachte jetzt gerade irgendwie, das sind drei und wir brauchen auch drei. Also Taloriel, Anselm und Maus, aber... Das ist totaler Käse. Shampooflasche. Nee. Ich kann noch mal versuchen. Da kann ich mit an... Nee. Alles mit allem hier irgendwie zu kombinieren. Ich meine, ganz so viel haben wir jetzt auch nicht, weil ich die Schriftstücke echt alle wahrscheinlich nicht brauche. Feuer. Puh, keine Ahnung. Das klappt so nicht. Das klappt so nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Wie klappt es denn dann? Sagt er vielleicht jetzt was anderes? Eine Ritterstatue. Nein. Okay, okay. Gut. Eine Ritterstatue. Ich glaube wirklich, dass wir Anselm hier irgendwie den Weg entlang schicken müssen. Pass mal auf. Was ist denn da unten noch? Was war das? Scheint zu klemmen. Vermutlich wegen der Gegenstände auf der anderen Seite. Ach so, ist das jetzt nur die... Da unten? Eine Steinplatte. Ah. Ähnlich wie auf der anderen Seite. Das wollte ich sehen, eine Steinplatte. Ja, pass mal auf, Anselm. Scheint zu klemmen. Ach so. Vermutlich wegen der Gegenstände auf der anderen Seite. Also er meinte aber jetzt schon, die Steinplatte klemmt, ne? Die Steinplatte klemmt und nicht die Tür. Nee, das ist die Tür, das ist die Steinplatte. Okay, können wir mit dem Bambusrohr... Ja, nee. Nee. Scheint zu klemmen. Wenn es auf der anderen Seite ist, dann bringt mir das ja nichts. Ich wollte da jetzt irgendwie was hoch raushebeln oder so, aber... Nee, das funktioniert ja dann nicht. Gegenstände auf der anderen Seite. Ja, kannst du denn hier irgendwas drauflegen? Scheint zu klemmen. Nee, das ergibt keinen Sinn. Mausi, möchtest du... Scheint zu klemmen. Nein, kann die Maus... wegen der Gegenstände auf der anderen Seite. Ich finde, es ist gerade nicht hundertprozentig ersichtlich, ob da drin so etwas wie ein Loch ist. Das kann ich ihr nicht... Das kannst du ihr nicht antun. Hätte ich mal den Hebel noch irgendwie betätigt, das wäre bestimmt wichtig gewesen. Ich glaube, ich muss zurückkommen. Gegenstände auf der anderen Seite. Ich muss bestimmt zurückkommen. Ich werde jetzt einmal die Hotspot-Anzeige drücken. Wow, das sieht gerade auf den ersten Blick mega viel aus. Das hatten wir. Das hatten wir. Die da oben hatten wir. Hatten wir, hatten wir. Moment. Und das ist die Tür. Das bringt's aber nicht. Ein Teil vom Schließmechanismus der Tür scheint beweglich zu sein. Ja, ich bezweifle, dass wir ihn... Da kann ich mit an... Dass wir ihn da jetzt schon hinschicken können. Gehört wohl zum Schließ... Ja, ja, okay. Ziemlich weit oben. So kommst du da nicht ran. Ja, du kommst da sowieso nicht ran, weil... Hallo? Halt, ich möchte gerne... Genau. Du kommst da sowieso nicht ran, weil du nämlich da nicht hinlaufen kannst. Das ist ein Problem, mein Lieber.
Jo, so wird das nichts. Oh Gott, auf mich wurde geschossen. Ja, auf dich wurde geschossen.